Was mache ich jetzt? Ja, das ist schön, aber das da unten passt jetzt trotzdem nicht. Irgendeinen Vorschlag? Nein, das geht so schon mal gar nicht. Was ist denn mit dir? Du könntest dahin passen. Dann hätte ich noch. Ja, nee, das wird immer furchtbarer. Passt das? Geht das? Nein, nein, beinahe. Da geht so ein Knopf, da steht immer Springen drauf. Ich bin ehrgeizig, ich will das jetzt hinkriegen. Irgendwann muss das doch zu schaffen sein. Ups, das war einmal zu weit. Ich wollte eigentlich so rum. Nein. Na gut, wir machen einfach mal überspringen. Mich überspringen? Ja, ist mir doch Wurst. Ach so, man hätte der Müll hingehört. Na gut, wir haben wenigstens gesehen, wie es richtig hingehört. Ich habe ein magisches Tor gebaut, das ist schön. Prinzessin Sophia, im Namen Juras, du hast es geschafft. Gestatten, ich bin... Oh, das ist doch nicht er. Ich bin Cyril, Zauberer am Hofe König Krummbeins. Grummel hat den König in einen Hamster verwandelt. Ach, dass der Hamster ist, aber okay. Und der Fluch ist an seinen Thron gebunden. Es tut mir leid, dass ich mich als Händler ausgab, um dich herzulocken. Ja, immer wieder schön zu sehen, wie mein schlechter Einfluss funktioniert. Mm. Ihr seid schuld. Grummel wirkte einen Zauber, dessentwegen wir nicht eintreten konnten. Aber er wusste nichts von diesem Portal. Ich kann den Bann brechen und Krummbein zurückverwandeln. Aber ich brauche Zeit und Grummel ist schon im Anmarsch. Ich weiß, dass du keine eigenen magischen Kräfte besitzt, aber das bedeutet auch, dass du nicht so leicht von dunkler Magie beeinflusst wirst. Mit deinen Fertigkeiten kannst du Grummels Angriffe abwehren, während ich den Zauber breche. Was zum... Cyril und die Prinzessin! Wie kannst du es wagen? Der Meister wird seinen Preis einfordern und du wirst mich nicht davon abhalten, den Thron einzunehmen! Spüre die Macht meines Meisters! Prinzessin, jetzt! Nutze die Chance, Grummels böse Magie zu widerstehen! Ich werde dir beistehen! Gruppiere mindestens 3 gleiche Zeichen und räume den Hintergrund frei, um Grummel zu besiegen! Wir spielen... Gruppiere mindestens 3 gleiche Zeichen! Ja, ach so! Ja, Moment, jetzt muss ich überlegen. Wie krieg ich das meiste aus dem hier raus? So. Nein, wir gehen hier rum. Wir machen das mal. Nein, 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 ich möchte schon hier unten hin. Nein, geh da ums Eck, du. Danke. Na, hier rauf. Okay, mindestens 3 gleiche Zeichen. Wie habe ich eigentlich eine Anzahl an Züge oder so? Ich sehe zumindest nichts. Grummel sieht aus wie eine Ratte. Ja, gutes Character Design. Wir fangen einfach mal mit Grün an. Jetzt muss ich wieder überlegen, in welche Richtung gehe ich denn? Okay, wir machen das mal so. Dann fangen wir mal mit Rot an, ne? Okay, das wird spannend. Nee, hier oben muss ich da eigentlich gar nicht anfangen. Das habe ich ja schon weg. Ich müsste das hier mal klatschen. Okay, wir machen das mal so. Das wären ja dann andere Farben. Das wird grün. Das gefällt mir schon mal. Dann kann ich das hier nämlich wegmachen. Jetzt fangen wir hier unten mal an mit... Wir haben ja noch eine ganze Menge Blau, ne? Und hier ist noch eins, das weg kann, aber das machen wir dann gleich. Weil das hier müsste jetzt dann, glaube ich, rot werden. Kann das sein?
Wird das alles so rot hier? Wir gehen rechts herum. Ja, wir gehen mal hier entlang. So. Das wird grün. Okay, das wird grün. Das ist okay. Stört mich wenig. Gehen wir da entlang. Jetzt habe ich hier rot. Ja, komm, nehmen wir halt mal alles mit, was wir hier haben. Und dann fassen wir mal alles an, was hier grün leuchtet. Obwohl... Das würde grün werden. Zum Großteil. Naja. Ist ja egal, es muss ja nur das da weg. Mhm. Ich habe hier noch Zeug, das weg muss. Da habe ich noch Zeug, das weg muss. Und jetzt fehlen eigentlich nur noch die hier. Ja, bin ich fertig, bin ich der Meinung. Ja, ja, ja. Das Game habe ich auf Neopets gesuchtet. Oh Gott. Neopets, daran kann ich mich noch erinnern. Kannte ich auch mal Neopets. Ich kannte auch die Vorgängerseite vor Neopets noch. Von der ich aber nicht mehr weiß, wie sie hieß. Nee, wir machen das mal so. Möglichst viel auf Emma anfassen. Fassen wir die alle an. Und dann mal die hier alle. Die Vorgänger, ich weiß auch nicht mehr, wie die Vorgängerseite vor Neopets hieß. Ich habe das schon wieder vergessen, aber... Die hatten eine Vorgängerseite. Das ist genauso wie, ich glaube, wie hieß die Seite so? Beta? Hieß die Seite so? Die hatte auch eine Vorgängerseite. Die kannte ich auch noch. Konntest du so Viechern so Glass-Tubes entwickeln und so. War eigentlich auch voll niedlich. Ich habe das ganz gerne in Anführungszeichen gespielt, / gesuchtet. War halt so einmal am Tag so dein, du fütterst halt dein Pad und dann irgendwann hat sich's halt entwickelt und je nachdem, womit du es gefüttert hast, war es halt, hat es halt ein anderes Aussehen bekommen. So, ich versuche jetzt mal, irgendwie blau hier wegzukriegen. Subeta kenne ich auch. Ja, das gute Subeta. Ah, nee, wir machen das nicht von hier oben. Wir fangen hier unten an. Nein, ich möchte hier hin, dahin, dorthin. Und dahin, sonst kriege ich hier nämlich noch ein Problem. Ich krieg jetzt schon ein Problem. Du warst wieder auf Neopets. Oh mein Gott, ich wusste auch echt nicht, dass es die noch gibt. Also ich hab gedacht, die gibt's schon lange nicht mehr. Also die wäre schon in den Untergang geweiht oder so. Also Seiten halten sich ja immer so eine Weile lang und dann verschwinden die dann doch immer irgendwo wieder in der Versenkung. Ich weiß es auch nicht. Da geht's mir aber genauso. Ich weiß auch meine E-Mail-Adresse nicht mehr, womit ich mich damals da angemeldet habe. Ich wüsste auch mein Passwort nicht mehr und gar nichts. Also, das ist so 1000 Jahre her bei mir. Ich weiß doch das nicht mehr, was ich damals mal gemacht habe. So, jetzt fassen wir mal dich hier an, damit sich das hier auch mal in was Vernünftiges umändert. Jawohl, das gefällt mir schon irgendwie besser. Vier bis fünf Accounts, oh Gott. jedes Mal, weil du vergessen hast, womit du dich registriert hast, oder? Weil ich meine Passwörter nicht mehr weiß. Ja, ja. Alle 3 Jahre mal angemeldet. Ich müsste mir wahrscheinlich auch einen neuen Account zulegen. Ich weiß nicht mehr, womit ich mich da angemeldet habe. Das ist so, oh Gott, 1000 Jahre her. Ich weiß nicht mehr, wie man das spielt, in Anführungszeichen. So, oh Gott.
Sieht das überhaupt noch? Wie sieht das heute aus? Sieht das immer noch aus wie früher oder sieht es mittlerweile anders aus? Passwort safe. Habe ich aber auch nicht. Ja, ich muss das hier mal irgendwie, danke, in was Rotes umgeändert kriegen und das hier muss auch mal weg. Das ist doch ganz gut so. Das gefällt mir doch besser. Spiel ist voll entspannend. Das ist ganz nett hier gerade. Ich mit euch vor allen Dingen so ein bisschen nebenbei auch quatschen und das nachher für YouTube schneide ich das wieder zusammen und dann ist gut. Ich brauche blau. Danke, das müsste bitte auch noch blau werden, sonst. Obwohl. Ja, nee, nee, nee. Ich müsste mal gucken, ich müsste das hier oben irgendwie blau kriegen. Ja. Muss ich euch aber. Shit. Das ist gerade irgendwie nicht so gut, weil ich hier keine drei Verkettungen kriege. Versuchen wir das mal hier rüber. Also hier das kriege ich weg, aber da oben nicht. Muss ich mal schummeln und mal gucken, ob ich das hier anders irgendwie hinkriegen würde. Und zwar hier rüber. Ich brauche hier nämlich auch noch Gold dazwischen. Ja. Das ist besser. Also jetzt kann ich erstmal das hier wegmachen und dann kann ich hier das verkaufen. Dann müsste ich eigentlich fertig sein. Dann kommt bestimmt noch die nächste Runde. Nee. Genau, für YouTube wird das Neopets-Thema dann rausgeschnitten. Die sollen meine Schande ruhig hören. Okay. Okay, wenn ihr wollt, lasse ich das drin. Gruppiere mindestens drei gleiche Zahlen. Ja, immer noch. Ist ja gut. Okay, okay. Machen wir das einfach mal. Vielleicht ist ja dann endlich auch mal hier gleich Ruhe im Karton und ich bin hier endlich mal durch damit. So, was machen wir denn hier? Gehen hier rum, darum. Man kann ja alles immer tausendmal tot korrigieren hier. Das ist ja ganz schön bei dem Spiel. Ach so, nö. Darum. So rum. Mal darum. So rum. Da mal an. Ein Account auf Animal Jam? Was ist Animal Jam? Das kenne ich dafür jetzt nicht mehr. Aber wahrscheinlich zu einer Zeit, zu der ich total raus war dann. Weil ich glaube, so Beta gibt's nicht mehr. Also, oder? Gibt's so Beta noch? Ich dachte, das hätte geschlossen werden sollen, wegen Kosten und so. Zumindest hatte ich da mal eine E-Mail bekommen von wegen, ja, so Beta schließt die Pforten, bla bla bla. Ist okay. War schon eh 5 Jahre nicht mehr auf der Seite. So. Ja, gehen wir mal hier rum, gehen wir darum. Nein, ich möchte nicht darüber, ich will hier rüber. Wir machen alles rot. Ja, machen wir doch nicht. Wir gehen doch lieber hier rüber. Kann ich nämlich hier nämlich weiterhin im Moment. Nein. Lass die Finger davon. Wir fangen hier an. Mal kurz in der Küche, habe ich was verpasst? Nein, ich habe gefragt, was Animal Jam ist. Ich weiß nicht, was das ist. Ups, hätte ich nicht machen müssen. Naja. Tiefkühl-Chicken-Nuggets. Ja, Tiefkühlware sowieso, das rettet mir das Leben. Ich lebe von Tiefkühlware. Zu meiner Schande muss ich das gestehen, dass ich von Fertigware lebe. Sowas wie Club Penguin? Was ist Club Penguin? Das kenne ich auch nicht. Ich bin alt. Erklärt mir diese Dinge. Ich kenne das nicht. Ich kenne Knuddels ja auch nur, weil du das geschrieben hattest, weil du mir gezeigt hast, was Knuddels ist. Eine Lounge und Minigame, Browser-Game für Kinder, okay. Sag mir gar nichts. Hier oben soll ich langsam mal ein bisschen aufräumen, ne? Langsam ein bisschen eng hier.
Aber das mal. Okay, dann habe ich wenigstens das hier mal fertig. Ich brauche hier aber noch Dinge. Wir machen das hier mal weg. Wir hoffen, dass wir hier irgendwie wo durchkommen, weil ich muss das hier muss ich wegkriegen irgendwo. Irgendwie, also hier habe ich schon zwei, das ist gut, aber ich brauche hier unten Zeug. Das wird jetzt ein bisschen frickelig, wenn ich nicht aufpasse. Du alt, ich bin Ü30, was ist mit euch? Ich bin 28. Ich bin 28, ich werde 29 dieses Jahr, also ganz so jung und knackig bin ich auch nicht mehr. Animal Jam habe ich erst 2018 kennengelernt durch eine schlechte Creepypasta-Video, oh Gott. Die guten Creepypasta. Ich muss hier irgendwie ums Eck kommen, das ist irgendwie nicht so gut. Könnten die sich nicht alle mal gleich verhalten und grün wird immer zum Gleichen, statt das ist hier so Zufallsprinzip so ein bisschen? Das gefällt mir nicht so arg. Okay, ich komme zwar hier jetzt rüber, aber das wird schon wieder nicht rot. Jetzt. Ich werde 33. Echt? Ganz ehrlich, ich hätte gedacht, du bist jünger als ich. Sie ist immer so auf den Profilbildern, die ich halt von dir kenne, sie ist immer so jung aus. Aber gut, für mich hat auch neulich jemand gedacht, ich wäre 19, also. Es war dann auch sehr, sehr geschmeichelt, dachte ich dann auch, zum Glück bin ich es nicht mehr. Ja. Ach du Schande. Jetzt habe ich hier gerade ein Problem, weil ich hier keine Verbindung mehr habe. Also. Oh, Gott sei Dank. Das ist trotzdem nicht so gut, weil ich gerne blau gehabt hätte. Jetzt. So. Jetzt muss ich hier zusehen, dass ich hier irgendwie noch hinkomme. Ich brauche bitte rot. Ich brauche nichts anderes hier. Oh, das ist ja ätzend. Profilbilder, ja, Photoshop und Co. machen das möglich. Bei mir war es ein guter Fotograf, also. Ich musste ja neulich zu Bewerbungsbildern machen gehen, weil ich mich ja auf eine neue Stelle beworben habe bei der Stadt hier. Ja, ein guter Fotograf und eine gute Belichtung vor allen Dingen rettet sehr viel. Jorina sollte ich nicht als Maßstab nehmen. Bei mir sollte man meine Charaktere auch nicht als Maßstab nehmen, das wäre nicht so gesund. Ja, ich hätte gerne. Es ist schön, dass ich jetzt hier blau habe. Ich hätte gerne was anderes gehabt. Nein! Das ist jetzt doof. Das ist richtig doof. Ich meine, ich kann hier den Rest noch hin und her basteln. Das geht schon. Ich muss halt darauf hoffen, dass ich blau kriege hier, ja. Ich hätte jetzt gerne aber grün gehabt. Jetzt muss ich schon wieder hier rumbasteln. Wieder so rumbasteln. Jetzt habe ich hier schon wieder rot. Was ich eigentlich nicht will. Verdammt. Also ich habe hier in dem Eck so ein richtiges Problem, weil ich hier nicht die kriege, die ich will. Komm, werd Gold. Danke. Jetzt kriege ich wenigstens das hier. Jetzt brauche ich aber trotzdem hier noch irgendwie eine Verbindung zu da unten mit grün. Dein Flash stirbt schon wieder. Wieso? Was macht es denn? Zickt es schon wieder rum? Flash ist eh so ein Müll. Das ist eh so eine Krankheit. Also ich hasse auch Flash. Also so Sachen, die auf Flash programmiert sind, sind auch der Tod für meinen Laptop. Also der mag das gar nicht. Jetzt muss ich noch irgendwie hier oben hinkommen. Ja. So. Wir haben es endlich. Wir sind fertig. Adäquat abgelenkt und verzweifelt am Minigame. Ja, ja, das ist so. Multitasking ist so eine Lüge. Das funktioniert nicht. So, Moment, ich muss mal einen Schluck Kaffee trinken. Meinen guten
Ja, ich mache jetzt mal Schleichwerbung hier. Gut und günstig Latte Espresso aus der Tiefkühltruhe. Weil ich nicht mehr warm Kaffee trinke. So. Jetzt, wie war das hier? Wie bitte? Meine Magie? Was hast du damit angestellt? Nein, kein Mensch kann die Macht des Meisters übertreffen. Hab ich gerade. Die Macht des Meisters im Steine sortieren. Meine Güte. Du hast es geschafft, Prinzessin. Du hast Grummels Magie neutralisiert. Der Fluch ist fast gebannt. Jetzt, König Krummbein ist zurückgekehrt. Es lebe der rechtmäßige König des Koboldreiches. Der sitzt noch als Hamster auf deiner Schulter. With a flash and a dazzling bang, his true form revealed, stood King Crookshank. Arrest this usurper, the king ordered. You cannot stop us. Evil Grimble shouted, "The master will see you all conquered." Thank you, princess. Your people live further west in a floating castle beyond the clouds. A floating castle. Sophia was ecstatic. Now she knew where her people had headed. Onwards home the princess traveled. But an ominous feeling haunted her, an evil shadow that mocked her return. Vier Stunden 33. Wow, hat das jetzt lang gedauert. Wir sind fertig mit Awakening Königreich der Kobolde. Das freut mich. Das ist ja schön. Das war jetzt doch schneller fertig, als ich dachte. Und wir haben eher noch nicht mal eine ganze Stunde gespielt. Ja, verdammt. Was machen wir jetzt, ne? Also erstmal gehen wir mal zurück zum Hauptmenü. 4 Stunden 33. Mann, habe ich lang gebraucht. So. Da das hier ja wieder auf YouTube erscheint, bedanke ich mich schon mal ganz recht herzlich fürs Zusehen. Hier im Livestream geht's gleich noch weiter. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin. Bye, bye.